Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ansteuern-Podcasts, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Und diese Folge ist, glaube ich, die aktuellste Folge, die es gibt. Dann wir nehmen genau eine Woche vor Veröffentlichung auf, und zwar, weil es News gibt. Und welche News das sind und mit wem ich über diese News spreche, das verrate ich schon direkt, und zwar Stefan Bäumler. Steff, herzlich willkommen. Grüß dich, Melchior. Ja, schön, dass ich hier auch mal dabei sein kann. Ansteuern-Podcast, ja. Ich hoffe nur, du steuerst und ich mache dann an, ja. Das passt ganz gut, ja, weil wir heute die Plattform Text und Bytes online geschaltet haben. Insoweit, ja, guter Titel. Du steuerst, ich an. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Du arbeitest, hast du gerade gesagt, aktuell am bekanntesten für die Plattform Text and Bytes. Text and Bytes ist, ich sage es mal in eigenen Worten, du darfst es gerne später auch nochmal in deinen Worten sagen, ist aber fast so ein Ökosystem, ist eine Art, die Szene für Text-Tech findet man da. Da findet man News und Tools und Experten und Podcasts und Videos und eigentlich alles, was man braucht, um irgendwie Technologie in der Steuerberatung zu brauchen. Auch für alle möglichen Größenklassen irgendwie. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo sich Steuerberatung und Technologie treffen. So würde ich das mal beschreiben. Und du bist der Initiator. Du hast heute einen sehr langen LinkedIn-Post gemacht mit einer ganzen Reihe von Namen, die daran mitgewirkt haben. Das heißt, du hast es ja nicht alleine gemacht, aber du bist die treibende Kraft dahinter und die Person, die all diese ganzen Menschen zusammengebracht hat. Und trotzdem hat es irgendwann angefangen, hast du gerade gesagt, 1997 in einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Oh je. Ja, tatsächlich. Wie ist es denn dazu gekommen? Also erstens vielleicht, wie ist es dazu gekommen, dass du in der Branche gelandet bist? Warum Steuerrecht? Da sind wir gleich beim bayerischen Dialekt, gell? Mein Vater hat gesagt, Buhr, da lernst du mal was Gescheites. Und ja, nach dem Abitur weiß man manchmal nicht so genau, was man machen soll. Und dann ad hoc in der Steuerkanzlei, Steuerfachangestellter. Und ja, da hat man 2,5 Jahre verbracht. Und tatsächlich, Herr Melchior, 2 Steuerfachangestellte heute unter uns, ja. Hast du auch nicht so oft. Ja. Alle Titel danach Schall und Rauch, aber in der Ausbildung muss ich echt mal Werbung machen, weil es ja manchmal auch so ein bisschen verpönt ist, Steuern sind langweilig und so und überhaupt. Da lernt man eigentlich mehr übers Leben als im ganzen Studium danach, ja. Also deswegen Steuerfachangestelltenausbildung war eine super Sache und da kam man dann natürlich auch direkt neben Eigenverantwortung. Jeder Steuerfachangestellte kriegt ja seinen Lotto-Totto-Laden irgendwie, den er betreuen muss mit Löhnen und so weiter. War bei dir bestimmt nicht anders. Und, ich hatte ja. Friseurgeschäfte, tatsächlich 3 Friseurläden. Und dann wächst man so in die Sache rein und dann tatsächlich, ja, gab es auch schon 1997 nicht nur die DATEV, sondern auch technische Probleme und Schmerzen und da war dann der erste Connex auch dann gleich, ja, dass man ein bisschen in Tech einsteigt, weil wenn der Senior-Chef dann halt nicht seine Mandantendaten ad hoc findet, damals noch ein DATEV deutlich komplizierter als heute, dann wird der Azubi beauftragt, eine Access-Datenbank daraus zu bauen und ruckzuck warst du damals schon quasi ja in der ersten Stunde der Digitalisierung mit dabei. Dieser Lebenslauf oder ich würde mal sagen, dass das Drängen in so eine technologische Richtung, das erkenne ich immer wieder, dass junge Menschen in die Branche kommen und dann, weil sie halt Azubi sind oder Berufseinsteiger sind, werden sie damit beauftragt, quasi technische Probleme zu lösen. Heutzutage ist es wahrscheinlich eher irgendwelche Schnittstellen, irgendwelche APIs zu verbinden oder Import-Export-Dateien zu bereinigen und so weiter. Bei dir war es jetzt so eine Datenbank, bei mir war es damals vor allen Dingen irgendwelche Excel-Geschichten für Liquiditätsplanungstools, wo keiner sich auskannte, aber der Azubi, der hat ja Zeit und wahrscheinlich auch wenn es keiner gesagt hat, der ist ja nicht so teuer, der kann sich damit mal ein paar Stunden beschäftigen. Aber genau die gleiche Geschichte habe ich zum Beispiel bei Viktor Rehbahn auch schon gehört, der ist genauso zur Technologie gelandet, weil er einfach in der Ausbildung so diese ganzen Aufgaben bekommen hat. War bei dir also genauso. Du bist letztendlich, hast du eine Technologiekenntnisse gehabt, weil sonst keiner machen wollte in der Kanzlei. Na, ich glaube, die Aufgabenstellung des
Chefs, in egal wo, im Unternehmen, im Verlag, ist natürlich immer, such dir mal die Leute, wo du denkst, die können das. Und dann, glaube ich, kommen wir auch zum wichtigsten Punkt an Fähigkeiten, die man meines Erachtens haben muss. Das ist einfach Lust und Bock, ja, auf Unbekanntes, ja, zu gucken, wie geht was, sich reindenken, sich reinfuchsen, weil letzten Endes kann es keiner, ja. Die Leute unterscheidet einfach nur, wer fuchst sich rein und setzt es um und wer tut es eben nicht. Deswegen stelle immer Leute ein, die Skills haben, ja. Auf die Qualifikation kommt es im Ende nicht an. Wie ist, was war denn deine Secret-Fähigkeit, die dich qualifiziert haben, denn genau das zu machen? Ich hatte bei mir in meiner Ausbildung den Eindruck, dass das eigentliche Talent, was ich hatte, war zu googeln. Nur die älteren Kollegen waren es überhaupt nicht gewohnt, dass man im Internet eine Anleitung für alles gefunden hat. Und das Einzige, was ich konnte in Bezug auf technische Probleme lösen, war googeln, und ich habe Englisch gesprochen. Das heißt, ich konnte sogar auf Englisch googeln und die in englischen Excel-Foren die Lösung suchen. Aber ich war technisch, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich konnte halt einfach nur googeln und habe daran gedacht, dass man Google hätte fragen können, während alle anderen Kollegen lieber die Kollegen gefragt haben, die natürlich auch keine Ahnung hatten. Und dann war das Problem ungelöst, so lange, bis ich gegoogelt habe. Das heißt, irgendwie hat sich das ja entwickelt. Wie war das 1997? Da war ja noch nicht so viel mit googeln. Ja, Kostas, ich wollte gerade sagen, google mal, wann Google entstanden ist, und dann wirst du feststellen, 1997 gab es vielleicht Alta Vista oder sowas, ja. Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, letzten Endes geht es einfach darum, sich mit Technik zu beschäftigen, und das kommt selten durch den Business Case, sage ich mal, ja. Vielleicht ist das heutzutage anders, aber damals, wie haben sich jüngere Leute mit Technik beschäftigt? Ja, Online-Spiele, Computer ging nicht, ja, wir wollen spielen, ich habe keine Frames, meine Netzwerkverbindung ist weg, also meine IP-Adresse, und das hat das so ein bisschen geweckt, diese Technikbegeisterung, und damals war dann noch mehr, tatsächlich noch mehr Eigeninitiative gefragt, das dann einfach umzusetzen, aber es ging damals nicht, und letzten Endes ist es total egal, ob ein Computerspiel nicht funktioniert oder ob in der Kanzlei irgendein Tool nicht funktioniert oder ob DATEV nicht funktioniert oder ob der Lohnabruf, damals musstest du ja noch die Daten ans Rechenzentrum zu DATEV schicken, musst einen Tag warten, dann kamen die Löhne zurück. Ist im Endeffekt alles Technik, und da musst du halt dann rangehen. Das heißt, mit Googlen war damals noch nicht so viel, ja. Tatsächlich. Also mehr denken, Gott sei Dank. Und dann gibt es die Generation, zu der ich gehöre. Durch Google sind wir alle ein bisschen blöder geworden, und jetzt gibt es die KI, jetzt muss man noch weniger denken, Gott sei Dank. Jetzt muss man nur noch ein Foto machen von dem Problem und zu sagen, lösen wir das. Absolut, absolut. Naja, das war, glaube ich, einfach der Trigger, da dran zu bleiben und sich für Technik einfach zu begeistern. Und dann gab es natürlich bei mir so einen leichten Break, ja, weil nach dieser Steuerfachangestellten-Ausbildung, na gut, man hat ja Abitur und so, und Uni ist ja auch nicht so schlecht, was kann man tun? Ja, und dann kam so die Entscheidung, mal Jura zu studieren. Kann ich auch jedem empfehlen, kein Ding. Nur hat mir damals keiner erzählt, dass es so lange dauert, ja. Also nach 7 Jahren ist man dann irgendwann mit beiden Examina durch, und ja, und währenddessen kam das Steuerrecht natürlich immer wieder zu einem, jetzt überhaupt nicht mehr im technischen Hintergrund. Ja, man konnte damals nicht viel in Richtung Steuern lenken. Klassisch Jura ist klassisch Jura, war einfach Steuern. Ja. Aber die Bekannten und Verwandten, ja, und das ist auch nochmal Erwerbung von Steuerfachangestelltenausbildung, ja, die lassen ja natürlich mit Steuern nicht in Ruhe, ja. Das heißt, es war immer, du kannst mir das mal machen, kannst mal Jahresabschluss machen, kannst mir Buchhaltung machen, und da war dann wieder auch die Tech-Verbindung zu schauen, komm, was gebe ich dem vom Buchhaltungstool oder so, wenn es kleine Freelancer waren, die da auch oft mit Inhalten versorgst, solche Geschichten waren da dabei. Ansonsten ging es einfach relativ träge, wie manches Jurastudium da auch so ist, so durch, aber immer mit einem Blick auf Steuern. Und ja, danach ging es dann für mich, weil du mir gesagt hattest, du bist ein bisschen, wo komme ich her, ja, was mache ich so, ging es dann wirklich klassisch mit der Steuerberatung los. Da treffen wir uns wieder, lieber Melcher, ja, Steuerfachangestellte. Ich war damals dann halt frisch Anwalt und dann bei der KPMG, wo du ja auch mal Zeit verbracht hast. Also erst mal ganz groß gesehen, da eine Weile geblieben, dann auch mal entsendet worden, dann von der kleineren Einheit zu Philip Morris, damals noch in die Steuerabteilung für eine Betriebsprüfung. Da waren dann wieder viele Tech-Schnittpunkte tatsächlich, ja. Weil zu Tech zählt halt nicht das letzte ausgefeilte Tool in der letzten Nuance, sondern ja, betreuende Betriebsprüfung, habe 300 Betriebsprüfungsaufgriffe, und ruckzuck hast du ein Excel-Dashboard, wo du das Ganze mal steuerst, wäre Anfrage und was der Betriebsprüfer jetzt braucht. Also da war man dann auch noch eine Zeit, und ja, dann ging es schon los mit der Verlagswelt sozusagen. Genau, und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Jetzt nicht in der damaligen
Station, aber genau, dann bist du in der Verlagswelt gelandet. Erstmal beim Beck Verlag, heute beim NWB Verlag, aber du bist jetzt laut LinkedIn seit bald 13 Jahren quasi in Fachverlagen tätig. LinkedIn lügt nicht, oder? Je nachdem, ich glaube, es gibt gleichzeitig, stimmt das, was du sagst, auf der anderen Seite wird, glaube ich, auch nirgendwo mehr gelogen als auf LinkedIn. Von daher, aber ja, wenn du dem nicht widersprichst, dann scheint das ja so im Wesentlichen zu stimmen. Absolut. Wie bist du denn da gelandet? Ich meine, von der Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu, du studierst Jura, das kann man ja inhaltlich noch einigermaßen so nachvollziehen, weil es da zumindest schon, also es gibt den einen roten Faden und der heißt irgendwie Recht oder Steuerrecht. Aber ja, genau, Fachverlage, wir arbeiten gefühlt alle ständig irgendwie mit Datenbanken und Bücher für Prüfungsvorbereitungen und keine Ahnung, aber dass dahinter auch Menschen stecken, die das Ganze ja irgendwie erstellen und produzieren und machen, darüber denkt man irgendwie gar nicht so besonders häufig nach. Also ich habe zumindest relativ spät erst darüber nachgedacht, dass ja auch Menschen dahinter stecken, sondern ich habe das einfach so als gegeben hingenommen, bis ich gemerkt habe, ach, das gehört noch ein bisschen mehr dazu. Gut, ich mache jetzt auch einen Podcast für den NWB-Verlag oder mit dem NWB-Verlag, aber bei dir war das ein großer Teil deines beruflichen Lebens. Was hast du denn da so gemacht? Ja, ganz ehrlich, also ursprünglich ging es mir genauso wie dir, ja. Hab das halt so hingenommen. Gibt's halt ja den Content von Verlagen. Und in der Tat, gerade als Fachanwalt für Steuerrecht, hast du natürlich nochmal andere Themen. Das heißt, es wird auf ziemlich einzelfallbasiert Rechtsbehelfsverfahren führen. Da bist halt immer auf der Suche nach den Lösungen und die Lösungen gibt's halt selten auf Google, sondern dann bist du einfach in der Verlagsdatenwelt sozusagen unterwegs. Also hier Text-Tech der ersten Stunde, muss man echt sagen, so, dass Verlage ihre Daten einfach in eine Datenbank gepackt haben und du nicht mehr loslaufen musstest. Das kennst du sicherlich nicht mehr, aber manche kennen es noch so, die DSTR 2005, Seite 325 und dann geht's ab zum Bücherregal und kopiert mal den Beitrag raus. Das ging dann einfacher für die Recherche und ja, und dann hast du natürlich gerade bei größeren Einheiten komplexe Fälle. Und irgendwann, anscheinend, lieber Melchior, war der Fall so komplex, dass du während der Recherche einfach mal so dermaßen frustriert warst wegen angesichts der Lösung, dass du dich auf der Datenbank unten auf Wir über uns verirrt hast, ja. Und dann warst du auf dem Stellenmarkt tatsächlich. Und da wurde jemand gesucht als Konferenzmanager Steuerrecht. Ja. Und dann denkst du dir so, was macht denn ein Konferenzmanager Steuerrecht? Macht der Konferenzen oder was macht der überhaupt? Und was macht er den ganzen Tag vor allem, ja? Und dann war es doch tatsächlich so, ja, dass ich mir gedacht habe, na komm, hör dir das mal an. Und da muss man auch ganz klar sagen, es unterscheidet vielleicht auch die Steuerberater jetzt, die vom Betriebswirtschaftlichen herkommen und die Juristen, weil die Juristen sind halt, haben den krummen Rücken relativ schnell nach dem Staatsexamen und B, einen leeren Geldbeutel. Weil A, krummer Rücken, du musst immer so viel Backliteratur mitnehmen ins Studium, ja, dass du irgendwann so einen Rechtsdrall hast, ja, wenn du alles in einer Hand arbeitest, gerade die dicken roten Schinken, Gesetze und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal gesagt habe, aber ich habe auch 4 Semester Jura studiert. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, es sind eigentlich 3 Punkte. Erstens, das hast du auch gemerkt, es dauert sehr, sehr lange. Zweitens, man ist gar nicht so wohlhabend. Also in der Steuerberatung verdient man im Durchschnitt sehr viel besser als in der Rechtsberatung. Und man muss ständig Bücher mit sich rumtragen. Ja, das und dann machst du noch 3 Erkenntnisse. Und als ich das alles realisiert habe, dachte ich, vielleicht bin ich in der Steuerberatung doch besser aufgehoben und hab's geschmissen, mein Jura. Ja gut, dazu kommt noch dann beim Staatsexamen, hast natürlich auch gerade in Bayern viel Literatur, die du mitschleppen darfst, lieber Melchior. Also hättest du es zu ich Ende gebracht. Ich habe in Bayern studiert, Bayreuth. Liebe Grüße an alle Bayreuth-Jura-Studenten. Zum zweiten Examen darfst du dann ungefähr noch 10 Bücher mitnehmen. Also da die Mädels, die haben ihre starken Männer immer dabei und die rollen den Koffer rein oder tragen die Tasche, weil die zu schwer ist. Da hast natürlich auch wieder viel Backliteratur, ist auch eine super Literatur. Und deswegen hat ein Jurist halt nochmal den Backverlag in einem anderen Blick, schafft Interesse und tja, dann war ich tatsächlich 10 Jahre Konferenzmanager für Steuerrecht, ja, die haben mich damals tatsächlich genommen und ich wusste ja nichts von dem, ist wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, war spannend und dann darfst du das, was du gesagt hast, eben, wer macht das eigentlich alles,
Ja, darfst du dann einen ganzen renommierten Verlag von innen mal entdecken, ist sehr spannend, wie Zeitschriften entstehen, wie Fortbildung entsteht, darfst dich um sämtliche steuerrechtliche Fortbildung kümmern, um alle Themen, und die verantwortet man, und da sind ganz schnell 10 Jahre vorbei, muss man sagen. Wie ist denn, ich wollte gerade sagen, Konferenzmanager, hast du jetzt ja so gesagt, du wusstest nicht, was man da macht. Was macht man denn da? Ja, du bist auf, verantwortest große Veranstaltungen, große Jahrestagungen, bist viel natürlich dann auch mit BFH-Richtern unterwegs, mit renommierten, wahrscheinlich den renommiertesten Steuerrechtlern, die es in Deutschland so gibt, ja, die Tagung quasi moderieren, die als Tagungsleiter unterwegs sind. Ja. Sowas macht man, gleichzeitig konzipiert man, dazu brauchst du dann auch jemanden, der von Steuerrecht eine Ahnung hat und am besten auch, der mal einen Bescheid gesehen hat. Das ist ja Steuerangestellter for the win wieder erneut, ja. Also Leute, die auch mal wissen, wie das in der Praxis funktioniert, und dann suchst du dir Themen und suchst dir Referenten und gestaltest einfach Fortbildungen für, beim Beck Verlag meistens für Berufsträger natürlich, ja, und ja. Konzipierst und klingst dich natürlich in alle Bereiche ein, die jetzt auch hier beim NWB Verlag für jeden da draußen, der irgendwann mit dem Verlag anfangen will, ja, es ist halt ganz spannend, weil du halt nicht nur fachlich was machst, ja, sondern du machst halt alles, ja, kümmerst dich mit Marketingkollegen ums Marketing, du klingst dich dort mal ein, du schreibst dort was, also es ist halt ziemlich vielfältig, und deswegen wahrscheinlich gingen die 10 Jahre auch so rasch vorbei, ja, das macht so ein Konferenzmanager. Alles, was mit Fortbildung zu tun hat im Steuerbereich. Wie ist das, weil darüber habe ich in den letzten Tagen auch immer mal wieder nachgedacht, die Lernkurve, auch die fachliche Lernkurve, ist wahrscheinlich sehr, sehr groß, wenn du das machst, oder? Weil am Ende wirst du ja dich ganz ständig mit aktuellen Inhalten und vertiefenden Inhalten und so weiter beschäftigen und hast wahrscheinlich einen extrem guten Überblick darüber, was gerade so passiert, wenn du Veranstaltungen organisierst im Bereich Steuerrecht, weil du musst es ja zumindest auf dem Schirm haben, selbst wenn du es in der Tiefe vielleicht nicht verstehen musst, weil du nicht der Referent bist, aber du musst zumindest wissen, wo gerade die Musik spielt. Absolut. Deswegen ist halt so ein bisschen Breitenerfahrung und schon mal viel miterlebt haben, glaube ich, auch so der Schlüssel, ja, weil du kennst es selber auch oder die Hörer kennen das sicherlich auch. Es ist manchmal immer Herausforderung, auf jeden so zu reagieren, wie er halt ist. Also du musst viele Leute zusammenbringen, ja, und manche Leute sind anders, manche matchen besser miteinander, manche weniger, und du musst es so ein bisschen handeln, und gleichzeitig, klar, behalt's natürlich so das Grobe an Themen. Musst im Auge behalten, weil es ist eigentlich ganz einfach, ja. Gibt es einen einfachen Erfolgsindikator, wenn du sowas machst, weil du konzipierst ein Seminar und wenn sich keiner anmeldet, dann war es einfach scheiße, ja, was soll man sagen? Also du kriegst dein Feedback quasi ad hoc vom Markt, und ja, da musst du schon ein bisschen gucken, was ist so aktuell. Aber ich bin bei dir und du hast da vollkommen recht. Da geht es um den breiten Blick, ja. Du kannst dich nicht, ich hatte 170 Veranstaltungen im Jahr, ja, du kannst dich nicht in die Themen reinfuchsen überall, ja, und da hast du die Experten, die sind die Referenten, aber du musst schon ab und zu mal sagen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist oder wie kann man es denn auch ein bisschen anders gestalten, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, diese breiten Erfahrung zu sagen, man braucht es, weil A geht es um Text-CMS, ja, für Steuerfunktionen, und danach bist du im Jahresabschluss für BWLer oder sowas, ja, also du deckst ein breites Spektrum ab, von High-Level bis klein. Gab es so Grundlagenveranstaltungen, die du langsam auch irgendwann mitsprechen konntest? Ich meine, bei 170 Veranstaltungen, ich kann es mir nur vorstellen, wenn du pro Monat zweimal unter Umständen irgendwas das Gleiche hörst und du denkst so, das hast du letztes Mal aber anders formuliert. Inhaltlich immer noch das Gleiche, aber letztes Mal hast du es besser rübergebracht. Hattest du schon das Level oder war das dann doch so abwechslungsreich und thematisch unterschiedlich, dass du jedes Mal was Neues gelernt hast? Ja, ich sag mal so, es gibt natürlich Veranstaltungen, die laufen einfach dann auch 10 Jahre. Also manche, die gab es schon, bevor ich kam, und die gibt es immer noch, wo ich ging, ja. Also, aber du musst halt eine Mischung haben zwischen so Basisveranstaltungen und wirklich neuem Shit, sage ich jetzt mal, so Hot Shit heißt es ja heutzutage ganz, ganz oft. Da bist du inhaltlich einfach raus. Und bei den alten, ja klar, hätten wir auch selber machen können, aber das war jetzt nicht der Fokus. Man entscheidet sich einfach von der Praxis, ja, und von der praktischen Steuerberatung, wie auch immer, wegzugehen, ja, um dann Content einfach oder Fortbildung zu generieren für Leute, dass die das machen, besser machen können. Da tauscht sich die Rolle und da muss man sich auch persönlich ein bisschen zurücknehmen, ja, weil du bist nicht verantwortlich für den letzten Inhalt, ja. Das ist natürlich bei Redakteuren und Lektoren anders, ja, muss man auch sagen. Ja. Die sind viel näher an der Materie, aber ich habe immer gesagt,
Ich bin jetzt Schiedsrichter, beziehungsweise nicht mal Schiedsrichter, ich bin Veranstalter eines Fußballturniers. Ja, dann sagen die mal, warum? Also, ja, ganz einfach, bei mir ging es einfach nur bis zum Anpfiff. Und dann habe ich einfach an den Schiedsrichter hier die Referenten übergeben. Und die sind dafür verantwortlich, dass dann wirklich in der Fortbildung auch alles so rüberkommt, dass es für die Teilnehmenden interessant ist. Ja. Aber ich war dann als Verlagsmensch sozusagen nicht mehr involviert. Ja. Und das ist bei Lektoren und Redakteuren natürlich anders, weil die viel tiefer in ihren Materien drinstecken. Ja. So viel vielleicht zu der Verlagsebene oder Verlagsära mit 10 Jahren. Aber geht da jetzt noch weiter? Nur jetzt unter einem ganz anderen Aspekt. Genau, und dann hat das Leben doch nochmal eine Überraschung parat gehabt. Nach über 10 Jahren kann man sich dann doch nochmal beruflich ein bisschen verändern zumindest. Du bist in der Verlagswelt geblieben, aber so ganz viel hat das auch nicht mehr mit der vorherigen Tätigkeit zu tun, oder? Oder vielleicht, ich würde mal sagen, was ich sehr spannend fand, ist es nicht nur inhaltlichen Überblick zu haben, sondern die unterschiedlichen Menschen und Charaktere zu vereinen und verknüpfen. Das war vorher dein Job und das kann ich mir vorstellen, das ist sogar noch heute noch fast mehr der Fall gewesen, oder? Wir haben es in der Vorstellung ganz am Anfang ja schon gesagt, heute ist sie online gegangen, Text and Bytes, eine Plattform für, wie würdest du es beschreiben? Meine eigene Beschreibung habe ich ja eingangs schon gesagt. Wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen? Vielleicht merke ich es mir dann für die Zukunft. Ja, nicht, dass die Leute jetzt denken, es ist ein NWB-Podcast, wir machen jetzt nur Werbung für die eigene Plattform. Also, das Ansinnen des Ganzen, das ist nämlich ganz was anderes und das hat auch gar nichts jetzt mit der NWB zu tun, sondern es soll eine zentrale Anlaufstelle zur Digitalisierung im Steuerrecht sein. Das ist der Trigger und das ist nicht die zentrale Anlaufstelle für Digitalisierung im Steuerrecht des NWB-Verlages. In diesem Sinne, klar, wir hosten das Ganze, es ist powered by NWB, weil wir selbst, oder jeder weiß es, glaube ich, und da sind sich auch alle Verlage einig und alle Anbieter und alle Tool-Anbieter, dass man die große Aufgabe, das Steuerrecht zu transformieren ins digitale Zeitalter, ja, dass das nur zusammengeht. Und das war so ein bisschen Trigger der Plattform, das offen zu gestalten, dass man eben einfach an einem Ort alles zusammenbringt, dass man den Leuten die Suche erleichtert, dass man Podcasts, die sich damit beschäftigen, mit Einzelfolgen sieht, dass man Organisationen sieht, dass man Social Media Posts sieht, dass man mal ein YouTube-Video sieht, dass wir Beiträge veröffentlichen und das eben nicht nur von uns, sondern von vielen, vielen da draußen. Und ich lade auch hier direkt auch alle herzlich ein. Wer sich da beteiligen will an diesem Projekt, der kann sich jederzeit bei uns über die Webseite melden und ob das dann das IDST ist, als einer der größte Verein für Digitalisierung und Steuerrecht in Deutschland mit renommierten Mitgliedern auch, oder ob das der Juve Steuermarkt ist oder ob das kleinere Einheiten sind wie Text-Tech-Blog, da sieht man schon, die Inhalte kommen bei uns so ein bisschen zusammen und das soll die Plattform sein und nicht NWB, wir sind die Besten und wir stehen ganz vorne, sondern eine offene Kommunikationsplattform mit vielen Informationen an einer Stelle. Ja, das ist auch, also deswegen, wir sprechen ja über das Vorhaben, das Projekt auch schon eine Weile, keine Ahnung, seit wann eigentlich, seit einem Jahr. Drei Tage. Und genau, heute Morgen habe ich davon gehört. Nein, also keine Ahnung, seit einem Jahr oder so habe ich von einem Jahr, habe ich glaube ich von der Idee gehört mit den ersten Slides und so. Ich fand es deswegen spannend, weil ich in den letzten Jahren ja sehr viel in der Startup-Welt gearbeitet habe, sehr viel mit Softwareanbietern, die irgendwas im Bereich Buchhaltung, Steuerberechnung, Finanzen, aber Schwerpunkt auch Steuerberechnung macht. Wie viel Payment-Anbieter das Thema Umsatzsteuer streifen, davon aber überhaupt gar keine Ahnung haben. Personalabrechnung, Einkommensteuererklärung. Also mit unglaublich vielen Tools gearbeitet. Bei einigen war ich auch fest Teammitglied, bei anderen war ich beratend tätig. Und irgendwie eint alle diese Technologieanbieter ein bisschen die Problematik, sich der Steuerberatung irgendwie zu nähern, weil es nicht diese Plattform gibt, nicht diesen Ort gibt, wo quasi sich Steuerberatung mit Technologiewelt verbinden kann. Das war ewig lang der Fall und es gab es während Corona mit der Steuerberater-Expo so das Eventformat, wo man hingehen konnte. Und da gab es wenigstens so eine Art Messeveranstaltung, wo man tatsächlich hingehen konnte und wo man dann tatsächlich zwischen Technologieanbieter und Steuerberatung irgendwie so eine Plattform hatte, überhaupt mal eine Kommunikationsmöglichkeit, außer ich telefoniere jetzt ganz stumpf einfach kalt irgendwelche Leute ab. Das war vor 10 Jahren in der Steuer, gefühlt in der Softwarewelt, war das, wenn man keine Kontakte hatte, muss man einfach
wild fremd Leute anrufen, weil es gab gefühlt als Veranstaltung Steuerberaterkongress, das eher traditionell, um es mal freundlich auszudrücken, Steuerberatertag ein bisschen offener, aber doch auch sehr Steuerberatung unter sich. Und die Steuerberater-Expo hat das erste Mal so ein bisschen das aufgemacht und so einen Kontaktort geschaffen. Und dann gab es die Tax Arena, die ja das gleiche Konzept im Wesentlichen verfolgt. Aber online gab es das bisher so gar nicht. Das heißt, diese Vor-Ort-Bewegung gab es, also gibt es so seit 3-4 Jahren jetzt ganz grob. Und jetzt gibt es etwas, wo das auch online stattfinden kann und wo auch man als Technologieanbieter auch mal reinschnuppern kann. Weil ich kenne das, dass ganz viele Softwareentwickler, die in Steuerfunktionalität irgendwann bauen, eine Steuer-App bauen, die kommen sehr häufig von dem eigenen Schmerz, den sie erlebt haben im Umgang mit den Finanzbehörden oder auch mit dem Steuerberater. Absolut. Und dann gedacht haben, das muss doch irgendwie besser gehen und dann bauen sie ihre Lösung. Und die haben natürlich keine Ahnung von den rechtlichen Grundlagen und von den Voraussetzungen und von gar nichts und haben auch keine Möglichkeit, in Austausch zu treten. Und das war wirklich ein riesengroßes Problem. Und deswegen fand ich die Idee aus einer ganz anderen Perspektive, als aus der du gekommen bist, wahnsinnig spannend, weil ich gesehen habe, ich kenne hier gefühlt alle Leute, die ich kenne, die wollen zwar gerne irgendwie mit der Steuerberatung, mit der Branche zu tun haben, tun sich aber unfassbar schwer, irgendwie den Kontakt aufzubauen. Oder ja, du sprichst natürlich jetzt noch einen Zusatzteil auch an. Klar, Digitalisierung braucht immer Software. Ja, ohne Software kannst du dich schlecht digitalisieren. Deswegen sind die Toolanbieter oder Softwareanbieter, ja, die Unternehmen, die wirklich Hilfeleistungen da in technischer Hinsicht ja bieten. Und das ist halt seit langem auch nicht mehr nur die Dativ, sondern es sind viele Nischenanbieter natürlich auch, weil die Welt wird komplexer und komplexe Aufgaben kann man oft als Spezialist besser abbilden. Die finden natürlich auch einen Platz auf der Plattform, ja, und können dort ihre Tools auch listen. Man kann sich darüber informieren. Es ist ein großes Anliegen von uns auch, dass man da Informationen zusammenbringt, ja, mal ein YouTube-Tutorial anzugucken von dem Tool oder so. Das hatten wir von Anfang an schon auch im Blick. Da muss ich aber an dieser Stelle auch mal eins betonen, das ist jetzt nichts, was wir jetzt da direkt erfunden haben, ja, weil da gibt es natürlich auch vielen auch bekannt und das sage ich auch gern, weil ich es auch absolut schätze, so als Wegbereiter auch zum Textpunk, ja, also der Stefan Groß und den Thomas Hoppe, die da auch schon Sachen gemacht haben vor einigen Jahren, das ist, glaube ich, schon 2-3 Jahre her. Aber es gab halt keinen, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, neutralen Verlagsplayer dazwischen, ja, der einfach natürlich das macht, was Verlage am besten können, Leute und Informationen einfach zu bündeln, so. Ja. Und das war, glaube ich, das, was uns so ein bisschen auch dann anders macht, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich schon auf ein bisschen was aufgebaut, was schon da war und da gilt halt der Spruch, ja, wer später kommt, kann es manchmal vielleicht noch ein bisschen anders machen, ich sage nicht besser, aber ein bisschen anders und das versuchen wir im Endeffekt dann auch zu tun. Und das Ziel ist, weil du hast jetzt natürlich gesagt, ja, Rechnungsprozesse, Digitalisierungsprozesse, deswegen reden wir auch hier nicht über Tax-Tech, ja, weil du benutzt auch immer das Wort, welcher Tax-Tech, aber die Steuerkanzlei, und ich bin da selber noch nebenzu in einer Steuerkanzlei als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht aktiv, ja, die Kollegen dort, die reden nicht von Tax-Tech, ja, die reden einfach von Digitalisierung und das sind andere Schmerzen, die die haben als eine Konzernsteuerabteilung oder eine Großberatung. Aber, und das hast du auch erwähnt, auf Tax & Bytes soll eben alles zusammenkommen. Das heißt, es ist wichtig, dass es Informationen für alle gibt, dass man schnell zu den Informationen kommt. Und wenn man halt dann ein Tool sucht und der eine sucht nach einem Mandantenportal, ja, dann wird er aus der Steuerkanzlei sich, kleineren Steuerkanzlei, da Lösungen finden. Und wenn jemand aber kommt und ein internes Kontrollsystem oder ein Text-CMS sucht, ja, das wird eine kleinere Steuerkanzlei nicht tun, dann soll er genauso seine Informationen finden. Und das ist so unser Anspruch, ja, das alles so ein bisschen zu vereinen. Wie würdest du deine Tätigkeit und deine Rolle in diesem Projekt am meisten beschreiben? Also was tust du am meisten so aktuell pro Tag? Gut, heute kriegst du wahrscheinlich von allen Seiten Glückwünsche und Benachrichtigungen und alles Mögliche, aber bis gestern. Die schicken mir eher so Make-up, ja, dass ich meine Augenringe wegschmink wahrscheinlich. Ich bin ja hier auf dem Videocast auch noch unterwegs. Also, was war deine Kerntätigkeit, quasi das zu machen? War das quasi fast inhaltlich das Gleiche, wie was du vorher gemacht hast? Nein, gar nicht. Du Konferenzen organisieren und hast du jetzt eine Seite organisiert oder ist die Art und Weise, was du tust, auch irgendwie anders? Ja, Melcher, zurück ins Jahr 1997, ja. Fangen wir von vorne an. Ja, ja. Es hat sich nichts verändert. Du suchst jemanden, der einfach was Neues anpackt, ja, und einfach umsetzt.
So, also im Endeffekt hat sich nichts verändert, ja, zu damals, ja. Mach mal eine Access-Datenbank, jetzt machen wir halt eine Plattform und klar, NWB-Verlag ist schon groß und viele Leute da, aber es ist wie bei jedem Projekt, am Ende brauchst du ein paar Leute, die es treiben und ihr seid herzlich eingeladen, mal auf, über uns zu klicken auf unserer Webseite, dann wird er ein bisschen was sehen, da findet er übrigens auch den Techie, ja, der ist bei uns auch dabei, ja, den kennt der Melcher selber noch nicht, er schaut schon ganz verzweifelt, ich gucke gerade nach offene Stellen, ob ihr irgendjemand für Konferenzen und so braucht. Ja, dann, da haben die Kollegen dann gesagt, okay, da steht der Name, so was schreibt er denn da drunter, und dann haben sie gesagt, komm Steff, schreib dir einfach drunter Denker, Lenker und Co., so. Wahrscheinlich bin ich das, ich weiß es nicht, nehme mich nicht so voll und Melcho, du musstest mich 5-mal überreden, dass ich mit dir einen Podcast mache, weil Mittelpunkt stehen ist nicht so mein Ding. Aber tatsächlich, ja, man fängt einfach an und schreibt User Stories, sucht Entwickler, auch intern natürlich Entwicklungs- und Unterstützung, programmiert, konzipiert, macht sicherlich auch den einen oder anderen Vertriebscall dann auch. Wir müssen auch Geld verdienen, da braucht man gar nicht drüber reden, ja, weil es immer so heilig klingt. Natürlich müssen wir mit der Plattform auch Geld verdienen auf Werbebasis. Da macht man sich darüber Gedanken und ja, dann kommt eigentlich das, was man am besten kann, das hast du auch erwähnt und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin, einfach mit Leuten auf zwischenmenschlicher Ebene, ja, sei einfach ein Mensch, dann kommst du am besten weiter mit Leuten in Kontakt zu treten, denen die Idee zu schildern, mal dort Kontakt zu machen, mal dort jemanden zu suchen oder wir suchen auch Blogger, hier allgemein der Aufruf, wenn auch jemand mal bloggen will und keinen Fachartikel schreiben will mit 18 Seiten und 35 Literaturnachweisen, sondern einfach mal nur eine Meinung hat zu dem Thema, dann kann er sich auch bei uns melden, da mal Kontakte einfach knüpfen und irgendwie alles zusammenhalten, ja, diese ganzen vielen Menschen zusammenhalten, extern wie intern und das ist einfach das, was ich heute im Wesentlichen machen will. Es gibt auch eine Verlagswelt, wo man als Steuermensch oder als Rechtsmensch arbeiten kann und das ist eine sehr kreative Welt und letzten Endes mischt sich bei mir der Tag jeden Tag neu zusammen und kein Tag ist so wie der andere. Ja, ich habe erwähnt, wir haben immer mal wieder Kontakt und ich habe so ein bisschen die Reise dieses Projektes ja auch dadurch mitbekommen. Und was ich ganz spannend fand, so wie du, auch deine Tätigkeiten waren schon sehr vergleichbar zu, ich gründe ein Startup. Du hast wirklich angefangen mit Ideen und ich habe da mal ein paar Slides und ich habe mal mit 3 Leuten gesprochen, ich brauche einen Entwickler, oh, ich brauche einen Designer. Und dann hast du zwischendrin in Canva mal selbst Sachen gebastelt, wie sowas aussehen könnte. Und dann habe ich irgendwann mal einen Click-Dummy gesehen und dann mit wirklich allen Hochs und Runter und dann war irgendwas schon live, obwohl es nicht live gehen sollte, weil es so aufwendig gewesen wäre, es hinter einer Wand zu verstecken. Solange niemand den Link hatte, hat es auch niemanden gestört. Und das ist so richtig die Geschichten, die ich eigentlich aus so einem Startup kenne, ausschließlich konsequent. Aber es ist gleichzeitig so unter einem Dach von einem ja doch durchaus etablierten Fachverlag oder zumindest angeschlossen irgendwie. Und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, das ist fast so Corporate Startup, wo jemand sagt, oh, wir brauchen ein Innovationsprojekt, wir wollen es aber nicht intern machen, weil da laufen wir vielleicht ein bisschen Gefahr, zu langsam zu sein oder uns bestimmte Gedankengänge auch nicht zu erlauben. Also brauchen wir jemanden, der quasi schon durch uns unterstützt oder gefeatured ist, aber wir brauchen jemanden eigentlich, der ein Startup gründet. Und so ein bisschen so ist mein Erlebnis jetzt auf meiner Seite gewesen, wie du das Ganze aufgebaut hast. Ich mir vorstellen kann, dass das ein absoluter Traumjob für viele ist. Also für mich wäre das, für mich vor 10 Jahren wäre das ein absoluter Traum gewesen, weil ich noch nicht zwingend das Selbstbewusstsein gehabt hätte, etwas alleine zu starten, aber so viele Ideen hatte, die auch in ein klassisches Anstellungsverhältnis einfach nicht reingepasst haben, weil ich alle meine Kollegen und Vorgesetzten verrückt gemacht habe mit den vielen Ideen. Und das finde ich ehrlicherweise sehr, sehr spannend. Die Frage ist jetzt natürlich, wie findet man sowas, dass man quasi... Das heißt sowas, du meinst die Menschen oder wie? ...von einem großen Unternehmen oder ich will mal sagen unter dem Dach oder dem Schutz von einem größeren Unternehmen solche innovativen Projekte haben kann. Von wem kam... Hast du dir den geangelt oder war das eine NWB-Idee, die dich geangelt haben? Das war alle Berufseinsteiger, die sagen, das will ich auch machen. Wie kommt man an sowas? Es war tatsächlich schon eine... In der Basis, ja, war es natürlich eine NWB-Idee und da begibt man sich dann schon am Markt mal auf die Suche, ja, und guckt mal, wer kann denn sowas machen, ja, klar. Aber wie es wie bei allem, Melcher, kennst du auch, du brauchst Freiraum, ja. Du brauchst Vertrauen,
in die Leute dann. Und da war die Ansage ganz klar, einfach mal machen. Und letzten Endes, ich glaube sogar, das Wording Melchior kam sogar vor, so Steff, mach einfach das Startup in NWB, ja. Mach einfach. Ich habe mich einfach von der Art und Weise, wie du gearbeitet hast, wie auch Ideen hin und her. Und das war sehr, so funktioniert Startup. So wurden die Hälfte der Softwareunternehmen, die ich so kenne, wurden genauso gegründet. Genau so war es hier letzten Endes auch. Kein Unterschied. Einfach, du musst agil sein, du musst schnell sein. Und so kann man große Organisationen natürlich an vielen Eckpunkten sehr gut gebrauchen kann, ja, sind sie halt, ja, das kennt jeder, oftmals auch hinderlich wegen langen Abstimmungsprozessen, wenn etwas schnell gehen muss. Und deswegen war das so ein Unterschied, zu sagen, mach das mal anders und mach das einfach, klar, mit dem unternehmerischen Ziel, mach es mal schneller, ja, das kannst du so nicht sagen, aber letzten Endes ging es darum, agil zu arbeiten, sich die Leute zusammenzupicken, Motivation zu schaffen, dass du eine schlagkräftige Truppe zusammenbringst, um etwas zu tun, was Verlage eigentlich nie tun, ja, weil solche Projekte sind keine Verlagsprojekte. Ja. Wir machen Datenbanklösungen, wir generieren Content, wir machen Bücher, wir machen Zeitschriften. Aber wir bauen keine Plattformen. So. Und ja, jetzt haben wir eine und ich hoffe mal, dass das alles zum erfolgreichen Ziel hier führt. Schade. Das ist zumindest nichts, was die Hörer einfach nachmachen könnten, sich zu präsentieren in der Hoffnung, dass irgendein Unternehmen auf sie aufmerksam wird. Weil ehrlicherweise sieht man diesen Trend des, also Corporate Startup ist ja absolut ein gängiger Begriff, das gibt es ja in ganz vielen großen Unternehmen, gerade Automobilbereich gab es in Deutschland in der Vergangenheit schon auch echt wahnsinnig viele Beispiele, es sind bei weitem jetzt nicht alle erfolgreich immer verlaufen, aber darum geht es ja auch, Dinge mal auszuprobieren, die man in der klassischen Struktur nicht hinbekommt. Und ich finde es ganz faszinierend, dass das quasi in der Verlagswelt, in der Steuerberatung, im Steuerbranche denn gerade auch stattfindet und das ist. Und ich glaube, für alle diejenigen, die, ich würde mal sagen, ein ähnliches Arbeitsumfeld gerne haben, die kann ich einfach aus Erfahrung dazu ermutigen. Man kann tatsächlich auch mit eigenen Ideen, also wenn man eine eigene Idee, ein eigenes Konzept hat, wo man denkt, diese Idee, die muss irgendjemand umsetzen und man hat einen gewissen Konzept, eine Idee, dann kann man damit tatsächlich auch proaktiv einfach zu Unternehmen hingehen. Das ist jetzt absolut. Ist jetzt nicht sowas wie eine Initiativbewerbung, doch irgendwie schon, aber irgendwie bewirbt man sich ja schon mit dem Projekt, was man umsetzen möchte. Und deswegen ist jetzt dein Projekt, ist einfach, auch wenn es bei dir jetzt anders gelaufen ist, ist trotzdem mal die Ermutigung, weil ich das gerade im Softwarebereich schon relativ häufig gesehen habe, dass Leute sich nicht nur bewerben mit ihrem Lebenslauf und ihrer Zeit, die sie verkaufen, sondern auch, ich habe da eine Idee und ich will das unbedingt umsetzen, aber ich kann aus welchen Gründen auch immer das nicht alleine machen, sondern ich würde das gerne irgendwie als Teil von etwas machen. Da ist zugegebenermaßen natürlich der Bewerbungsprozess ein bisschen mehr als einfach bei einer Jobbewerbung, aber ich möchte unbedingt jeden Zuhörer dazu ermutigen, wenn da eigene Ideen da sind, kann das tatsächlich auch ein Szenario sein, was man unabhängig von, also man muss sich nicht zwingend immer selbstständig machen, um ein Projekt umzusetzen und zu entwickeln. Manchmal kann man sich auch einfach das Zuhause suchen, wo man unter wessen Dach auch immer das machen kann. Und da sind große Verlage, aber auch tatsächlich große Steuerberatung. Also bei Big Four Gesellschaften bekomme ich das auch immer wieder mit, dass die an Dingen arbeiten und unter Umständen Dinge unter ihren Schirm nehmen quasi, wo sie sagen, versprechen Sie sich dann irgendeinen Marktvorteil später von? Ich denke mir, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist einfach noch runtergebrochen. Der ist einfach für mich einfach Intrapreneurship einfach, ja, für mich. Ja, genau. Also einfach Leute, die unternehmerisch denken wollen, Ideen haben und einfach in der Einheit, auch wenn sie da schon lang sind, man muss sich immer mit einer neuen Idee nicht irgendwo bewerben, sondern wenn eine Idee aufkommt, dann liegt es an der Organisation einfach zu erkennen, da ist Potenzial drin und dem Menschen dann einfach die Kapazitäten zu geben und im Zweifel auch das Budget zu geben, einfach intern zu pitchen und zu sagen, ja komm, wir machen das und dann go for it. Ja, darum geht's und das geht letzten Endes egal wo und das geht genauso auch in der klassischen Steuerkanzlei, ja, da kommen genauso Ideen hoch und die kann man genauso pitchen und dann geht es so darum, seine Idee zu verfolgen, das Beste rauszuholen. Also ich bin komplett bei dir, geht nach vorne, seid mutig, gebt die Ideen nach draußen, egal wer es ist, weil wenn man sich wegduckt, ja, dann wird es nie einer erfahren, ob es scheiße ist. Ja. Im Zweifel funktioniert es auch sehr gut und dann wird es auch funktionieren und die Ideen bleiben nicht im Keller und die Ideen brauchen wir unbedingt in dem Digitalisierungskontext.
egal ob große Einheit, Steuerfunktion, Steuerabteilung oder kleine Kanzlei, raus mit den Ideen, nur die bringen uns weiter. Fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank. Finde ich ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, Steff, für deine Zeit und vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Hast du noch was zu ergänzen zu dem Schlusswort? Ja, ich wollte mit dir jetzt eigentlich nur ein Weißbier trinken, ja, aber irgendwie, das, weißt du, hast da nichts zum Anstoßen. Ne? So, die Leute müssen jetzt auf YouTube gehen, weil ich schenke mir jetzt mein Weißbier da ein und mache das natürlich wie ein Bayer, ja. Ihr habt schon rausgehört. Ich arbeite bei einem Verlag im Ruhrgebiet. Aber. Aus Bayern. Jetzt läuft es über, aber aus Bayern raus, deswegen. Weil wir heute online gegangen sind, gönne ich mir hier noch ein Weißbier. Ich stoße mit meinem Kaffee an. Das ist der Unterschied. In Berlin trinkt man noch Kaffee, in Bayern schon Bier. Melchior. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch zum Launch der Seite. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis nächsten Monat.